Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio hier aus Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier dabei, den Förderbandsalat etwas aufzuheben. Das heißt, also ich habe da gerade kurz was abgerissen. Nur, also die beiden oder die drei Teile hier, die Teilerfließbänder. Kann ich die eigentlich 1, 2, 3? Ja, die kann ich direkt umbauen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal hier in die Fließbandproduktion gehen und müssen nochmal gucken und dann können wir bestimmt. Ah, hier, da kann man schon wieder richtig ausnehmen. Richtig schön und dann können wir auch ein bisschen was reinlegen. So. Läuft sozusagen. Dann kann ja die Eisenproduktion da richtig loslegen wieder. So, brauchen wir noch unterirdisch erstmal? Nicht, ne? Das haben wir jetzt alles gelegt. Jetzt müssen wir da bloß das Glas quasi anschließen hier an dieses Förderband. Und dann natürlich hier die Modernisierung vornehmen nach oben hin. Das wird jetzt instant stattfinden. So, ach ja, das haben wir ja schon bis zur Hälfte haben, das sind wir ja schon durch sogar da. Das ist ja geckig. Nimmt mich immer vom Kurs ab. Naja, da kann man langlaufen, ohne dass man vom Kurs abkommt. Die Dinger müssen da noch raus. Oh, das kann ich unten schon so hin. So, zack, dann. Na gut, da unten kommen wir eh nochmal an. So, dann machen wir die Dinger mal raus hier. Auch keine Sau. So. So, dann sollte das jetzt hier ja komplett eigentlich modernisiert sein, das ganze Band. Und da kann ein Glas drauf. Erstmal ohne Verteiler, ne? Also das kann jetzt erstmal einfach so sinnlos da drauf. So, dann hier, warte. Aber auch ein Förderbandsalat, wenn man hier mal irgendwann wieder normal lang gehen will, ne? Dann rennt man hier nur auf Förderbändern und wird durch die Gegend geschoben, wo man es gar nicht will. Und der nächste an der Sache ist, dass man dadurch auch Geschwindigkeit einbüßt. So. Und nachdem wir jetzt wieder zwei 45 Minuten Folgen gemacht haben, meine Herren, muss mich da echt mal zusammenreißen, muss ich jetzt mal wieder versuchen, dass wir da ein bisschen kürzer treten. Und ein anständiges Folgenlängenverhältnis hinkriegen hier. Ich versuche mal heute drauf zu achten. Mal gucken, ob es mir gelingt. Aber wenn wir das Glas erstmal oben haben, dann können wir natürlich weiter gucken. Dann müssen wir nämlich die Goldproduktion in Gang bringen. Und da müssen wir eine schöne Sortieranlage dahinter bauen, weil wir da ja mehrere Metalle rauskriegen. Oh, guck mal, da sind wir schon am Glas dran. Sehr gut. Da sind wir schon am Glas dran. Gut, dann kann auch hier das Glas schon mal hochlaufen. So, dann sollte ja jetzt auch die Bleiproduktion hier wieder arbeiten müssen. Achso, ja, nö, das funktioniert natürlich so nicht. So, genau, jetzt müsste die wieder arbeiten und jetzt müssten die aus der Kiste, genau, ordentlich befüllt werden. Sehr gut, das funktioniert. Das legen wir mal da ab. Naja, ein bisschen Förderband haben wir noch. Gut. Und jetzt müsste dann vereinzelt in irgendwann hier auch wieder das andere Zeug antrudeln. Also. Wir können ja gleich mal rekapitulieren hier. Du hast ordentlich Glas drauf, ne? Naja, gut, das ganze andere Zeug ist ja. Oh, guck mal, wie viel davon kommt, ey. Uiuiuiui. Schön sieht's aus. Ich finde, das ist gut gelungen. Also, ich glaube, auch die Produktionskapazität fürs Glas ist gar nicht mal so schlecht da hinten. Da haben wir ordentlich was geschafft. Sieht ordentlich dicht aus hier auch, was hier drauf liegt. Das finde ich gut. Wenn man da mal hinguckt, da ist ordentlich Glas drauf. Auf den Bändern. Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich hier noch quasi tanktechnisch noch ein bisschen eingreifen, dass man hier so Puffertanks dazwischen macht, damit das Molten Lead in ausreichender Menge dann, wenn ihr hier wirklich mal auf unmolten Glas, aha, molten Glas ist glaube ich so das Problem, was jetzt hier in den vorherrscht, die kann man dann natürlich noch anbringen. Das werden wir natürlich auch tun. Da machen wir einfach mal hier Puffertanks nochmal, also einmal fürs Blei machen wir einen hier rein, der dann einfach mal hier an so ein Ding dran steht. Und für den bauen wir das einmal hier ran. Zack. Machen wir Molten Glas einmal schön in. Habe ich jetzt nur drei gemacht? Ich dachte, ich hätte vier gemacht. Naja, gut. Und dann machen wir hier das Blei-Ding ran, dann kann da das Blei reinlaufen. Ja, ich mache auch vier. An der Stelle
Und können wir hier endlich das Rohr dadurch ersetzen. Und dann läuft sie einfach nur durch den Tank. So. Und dann kann nämlich hier ordentlich Glasmischung gemacht werden. Wie wir schon sehen, ich glaube, das ist mit unseren Powdermixern. Also, die sind eigentlich jetzt die begrenzende Größe hier. Dass die einfach nicht schnell genug sind, ne? Na gut, da werden wir demnächst MK2 kriegen, dann werden die hier natürlich auch ein bisschen schneller sein. Aber der Rest ist hier alles eigentlich von der Produktionsgeschwindigkeit her ganz okay. Gut, wir werden jetzt, jetzt sieht man auch, dass hier der, das Glas quasi in Ad-Hoc-Produktion oder beziehungsweise in Schnellproduktion gar nicht so viel vorhanden ist, okay. Gut, dann ist mal gut, dass wir da Tanks dazwischen bauen. So, wir werden jetzt aber den Strom mal komplett aus den fossilen Brennstoffen uns besorgen. So, in der Kiste, die müsste ihr jetzt eigentlich abgenommen haben, ne? Da dürfte jetzt nicht mehr 2,6 und 2,1 K drin liegen. Ich glaube, so viel lang da drin. Da müsste jetzt weniger drin liegen. Können wir gleich mal nachgucken. Warum brennen wir nicht um Förderband? Sind wir doch ein Stückchen schneller. Haben doch jetzt hier genug hingelegt. So. Müsste jetzt eigentlich hier aus dieser Kiste müsste eigentlich was 2,4 K und 2,5 K. Ne, nee. Sinkt nicht so recht ab. Na ja, gut, ist mir auch egal, wenn hier genug nachkommt und so, dass wir dann da hier unten die Produktion gar nicht mehr brauchen, sondern hier unser Blei herkriegen von mir aus. Soll mich auch nicht stören. So, hier ist noch ein gelbes dazwischen, sehe ich gerade. Das muss man, das darf natürlich nicht sein. So, das bremst ja nur aus. So, dann haben wir hier mal durch, zack. Mal sorgen. So. Wir haben jetzt Glas in der Produktion. Und wir haben hier, achso, diesen Krempel wollte ich ja noch loswerden. Wollte ich ja da gerade in die Kisten noch reinlegen. Und dann haben wir ein weiteres gutes Stück. Sind wir dann näher dran an. Also die Kisten werden hier voll zu laufen, ne? 2,6, na gut, jetzt habe ich was reingelegt. 2,4, 2,6, naja, mal gucken. Also die dürften eigentlich von hier unten nicht mehr gefüttert werden, sollten nur noch das verwenden, damit dann daraus das Molten-Lead machen, aber vielleicht entsteht ein bisschen mehr Molten-Lead, als wir verbrauchen da oben. Vielleicht kann man so ein Perpetuum Mobile bauen für Blei. Wir wollen es natürlich nicht ausnutzen, aber wenn es geht, warum nicht? So. Gut, das hätten wir. Dann hätte ich jetzt gesagt, gucken wir mal nochmal bei... Achso, Strom abklemmen wollte ich, genau. Da muss ich dann den hier wegnehmen. So. Dann muss ich den hier rausnehmen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo denn der Strom komplett wegfällt. Und dann sollten unsere ganzen Solar-Arrays, die wir hier fleißig aufgebaut haben, alle nutzlos sein. Bloß weil wir da unten die Kohle verkaufen wollen. Oder ja. Oh, wir haben hier. Wir haben schon Stau, weil unten die Kohle wahrscheinlich voll ist. Werden wir gleich mal gucken nach den Kisten da unten. So, dann. Wo ist hier noch eine Verbindung? Hier ist noch eine Verbindung. Die brauchen wir nicht. Und hier ist noch eine Verbindung. Die kann auch weg. So, dann ist das da oben ohne Strom. Das ist doch nicht weiter schlimm. Dann bauen wir hier nochmal einen hin. So. Und dann bauen wir hier nochmal einen dazwischen. Und dann ist ja wieder alles mit Strom hier. Mit ohne Strom. So. Und dann gucken wir mal hier unten. Ja. Die Kisten sind mit 1,9 K voll. 1,9 K. Wie viel gehen denn nur rein? Und das geht 200 auf den Stack. So los. Moment, da müssen wir runter gucken. Kann ich da reingucken? Ne, ich kann nicht reingucken in die Kiste. Okay, da müssen wir runter gehen. Das müssen wir mal überprüfen, was da los ist. Da ist irgendwas faul. So. Weil das würde nämlich. Wir wollen ja jetzt hier auch die Felder noch wieder vergrößern. Da müssen wir ja auch noch ein zweites bauen. Also erstmal will ich es verlängern bis nach ganz unten runter, aber. Ah, jetzt müssen wir da mal gucken, warum da bei 1,9 K Schluss ist. Die Kisten hätte ich gesagt, müsste doch wesentlich mehr reingehen. Wo lädt der denn nicht ein?
Okay. Was ist da los? 1,9, 1100. Sind überall drinne. Hey. Durch 20. Durchschnitt, Signal D. Alle. Weil der wird da mehr als 39.000 auszählen können. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Wieso ist denn hier bei 1,9K Schluss? Was ist denn das für ein Quark? Irgendeine Kiste begrenzt? Nö. Dass ich jetzt. Was ist da jetzt faul? 1,9K und dann ist Schluss. Rot. Alles. Wenn Bedingungen erfüllt wird, war ja. Sehe ich das irgendwo, was er da ausliest mit der roten Linie? 2000. Das ist auch zu einem Viertel gefüllt, ne? Ah, ne, nicht mal. Wenn ein Viertel gefüllt wäre, ist bis hier so nicht mehr gefüllt. Hä? Was funktioniert denn da jetzt nicht? Warum macht dann die Kisten nicht voll? Jetzt alle anderen eigentlich angehen, weil die hier alle unterm Durchschnitt liegen hier, oder? Irgendwas ist da komisch. Irgendwas ist da richtig komisch gerade. Was ich nicht verstehe. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier nochmal richtig was reinlege, dann müssen jetzt alle anderen angehen und jetzt so richtig fleißig reinsaugen wollen. Irgendwas klappt da noch nicht. Aber er soll doch alle Summen, alles was drin ist, zusammenziehen. Das kann er nun nicht. Da kann er bei 40.000 jetzt nicht sagen, dass das voll ist. Oder warte mal, durch 20, wenn 2K drin liegen, 80.000. In so eine Kiste sollen ja 2K, 4K, 8K, 10K, 6K, 8K, knapp 10 Kilo generell, 9.600. 9.600 solcher Kohlen sollen da reingehen. Was war denn das jetzt? Wieso war denn das jetzt? War das jetzt so ausgeglichen, dass jetzt der Durchschnitt immer erreicht war? Warte mal, müsste ich den Operator hier ändern auf größer gleich, oder was? Kleiner gleich. Das kann natürlich sein, ne? Dass ich den Operator auf kleiner gleich wechseln müsste. Das könnte natürlich sein. Weil wenn sie alle gleichzeitig genau auf dem Durchschnitt liegen, dann laden sie natürlich nichts ein. Wenn sie gleichmäßig ausgeladen werden, laden sie auch nichts mehr ein. So. Gut, jetzt haben wir hier erstmal wieder dafür gesorgt, dass hier was geht. So, hier das geht, okay. Das könnte natürlich, das ist natürlich, ja, das stimmt. Kleiner gleich wäre besser an der Stelle. Mann, na gut, Reparaturarbeiten an der Durchschnittsmaschinerie. Er hat jetzt überall keiner gleich, ne? Das hat schon mal funktioniert. Gut, dann hoffen wir, dass das jetzt die Heilung war an der ganzen Stelle. Gut, dann geht's ja hier locker flockig weiter. Jetzt ist wahrscheinlich das Karussell wieder voll mit. Na gut, hier das ganze Holz, das wird natürlich jetzt fleißig ausproduziert hier, ja. Das dauert noch ein bisschen.
So, jetzt geht da natürlich mächtig Harz wieder hoch. Wir müssten alle hiervon noch einen Tank anfertigen. Warte mal. Das ist kein Problem. Da kann ich doch hier einfach mal einen dran stellen. Oder da. Immer das rinlaufen. Alles, was da ist, dass die dann erstmal frei produzieren können. So. Wenn hier irgendwo verstopft ist, da dann quasi so ein bisschen ausgeglichen ist. So. Gut. Jetzt müssen die erstmal das ganze Holz hier loswerden. Da ist jetzt jede Menge da. So, hat das denn hier hinten bei den Fusseln auch geholfen? Die anderen Fusseln? Nö, die Fusseln sind ja alle voll hier, ne? Das hat er ja mal voll gedrückt dann. Ah ja, nur das Holz. Okay, 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 okay. Gut. Gut, das ist natürlich geckig, ja, das stimmt. So, und jetzt müsste der Strom komplett aus diesen Maschinen kommen und er reicht sogar hin, ne? Also, die Elektrizität reicht momentan aus, um alles zu bedienen. Wenn da um die ganzen Produktionszahlen angehen, dann natürlich nicht mehr. Dann könnten wir da Probleme kriegen. So, und das hier haben wir nur zur Dampfproduktion eigentlich. Und da werden wir hier eine reine Dampfproduktion ausmachen. So. Die werden einfach nur noch Dampf produzieren. Momentchen, da kann ich nämlich hier mal ein Rohr von da nach da machen. Wenn er einen Dampf braucht, dann hat er Dampf. Oder noch Volldampf. Die Dinger nehmen wir mal raus. So, dann haben wir schon wieder ein bisschen weniger Energie hier. Jetzt ist alles ohne Strom. Wieso ist dann alles ohne Strom hier? Es gibt keine Verbindung zwischen dem und dem Netz. Warum nicht, wenn ich jetzt... Hä? Ich habe doch da bloß die Stromerzeuger rausgenommen. Momentchen, das ist natürlich... Okay, da hat man noch ein... Aber noch ein separates Netz gehabt. Okay, das müssen wir natürlich jetzt so beheben. Das ist natürlich klar. Da müssen wir hier mal... für eine Verbindung sorgen. So. Oh, jetzt haben wir 48 Maschinen und... Ah, guck mal an hier, wie viel Energie mit mal gebraucht wird. Sehr schön. So, 48 Maschinen haben wir. Ja, eigentlich mal 40. Die anderen 8, die da unten stehen, die machen ja auch nicht viel. So, dann müssen wir da unten nämlich jetzt schon ein bisschen nochmal anlegen. Dann brauchen wir nämlich dann noch eine zweite Stromerzeugung hin, damit wir diese ganze Kohle loswerden. Mir geht es wirklich nur darum, dass ich die Kohle loswerde. Ich weiß nicht, ob die Kohleproduktion dann hinreicht, aber das werden wir sehen. So. Aber wie wir sehen, ist dann, ne, da ist so ein bisschen wenig Strom da. Aber kriegen wir hin. So. Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir erstmal auch die Stahl für, da brauchen wir Pumpen für, da brauchen wir, um Gottes Willen, Kisten für, Arme für, 18 Kisten haben wir noch. Ach, da brauchen wir jede Menge Zeugs für, ne? Zwei Boiler kann ich bloß bauen, dann geht mir der Heizkessel 1 aus, weil ich keine Steine in der Tasche habe. Alles klar, okay. Ich brauche MK2 Boiler, brauche ich 20 Stück, 40 davon. Ich mache nur mal genau so eine Batterie dahin. Das, was hier steht, brauche ich da auch nochmal hin. Komplett. Und dann gucken wir doch mal, wie viel, ob die Kohleenergie dann ausreicht und ja, die nachproduzierte Kohle auch ausreicht oder wir da dann in Schwierigkeiten kommen. Kann ja passieren. So, hier haben wir doch Tatsache den einen Flügel, den haben wir echt voll, ne? Das ist gut. Wahrlich nicht schlecht. So, wir holen das Baumaterial ran für alles Mögliche, was wir brauchen. Und dann bauen wir dafür ein bisschen Energie. Ich meine, die Akkus sind mir dicht verzahnt damit, ne? Also das hier rauszureißen... Oh, guck mal, die machen sogar was. Dass die Akkus gehen irgendwohin Energie ab. Okay. Oder ziehen die gerade Energie irgendwo her? Die gehen doch wo Energie hin ab. Also ein paar Maschinen sind hier noch... hingebunden. Ein Radar. Und das war's. Ah, letzte 50 Stunden, okay, das sind letzte Minute. Ja. Hier ist ein Radar noch angeschlossen. Ah, das da oben.
Naja gut, das kann ja weiter. Also hat das eine Radar hier ein riesen Array von... Naja gut. Gut, 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 gut. Okay, das kann man dann mal so auch lassen. So, dann haben wir jetzt natürlich jetzt generell erstmal überall ein Stromproblem, was uns natürlich arg jetzt beuteln wird wahrscheinlich. Aber gut, was soll's. So, achso, wir wollten Material sammeln. Wir brauchen Eisen. Naja, ganz so viel. Wieso habe ich so viel Glas in der Tasche? Weiß ich nicht. Das muss ich denn irgendwann mal auch loswerden. Naja gut, wir legen es erstmal hier in mein Bahnhaus. So, dann brauchen wir Stahl. Brauchen wir eine Menge von. So, Glas legen wir mal weg. Unnützes Zeug legen wir mal weg. So, das ist nicht unnütz, das ist nicht unnütz. Das brauchen wir. Das können wir erstmal hier reinlegen. Und das Glas legen wir da auch mal rein. Und dann wundern wir uns später, warum da Glas drin liegt. Und dann machen wir den Matt hier mal rein, weil ich werde den... Ich weiß nicht, wo ich immer wieder 25 Matt herkriege. Die drei, na gut, die können wir nochmal verarbeiten. Da können wir hier sagen, 1, 2, 3. So, dann sind die weg. Gut, okay. Haben wir hier noch irgendwas, was wir jetzt verwenden können? Eigentlich nicht. Gut. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Backsteine. Da müssen wir denn eigentlich, müssen wir da erst wieder Steine legen. Egal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ob wir es schaffen mit den Backsteinen, die da sind, oder ob wir dann da vorher noch wieder was machen müssen. Oh Gott, das ist knapp. So, wir wollten haben, wir haben zwei solcher Boiler und brauchen, was brauchen wir dafür? Ach, normale Steine in der Tasche, alles klar. Warte, 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 warte. Den Thema, warte, hier durch. Dadurch. Hier ran. So. Wir haben schon zwei. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann nehmen wir die Steine mit und legen die da oben mal in die Backsteinfabrik hin. Ein paar Backsteine rauskriegen. So. Okay. Das hätten wir dann schon mal geschafft. Nö, warte mal. Der war das. Dann haben wir 10, 12, 17, 27, 37, 1, 2, 3. So, dann haben wir 40 davon. Dann brauchen wir noch zwei Stahlkisten. Dann brauchen wir noch 20 weitere Greifarme. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und wenn wir ein paar Lampen produzieren können, machen wir das auch noch hinterher. So, das sollte sich dann erstmal ausgehen, dass wir da unten das jetzt hin... Achso, Pumpen brauchen wir natürlich noch. Momentchen mal, die finde ich wo? Doch da, ne? Die Standardpumpe, 1, 2. So, und Rohre haben wir noch 50, unterirdisch haben wir noch ein paar. Gut, okay, das geht noch, das hält sich, das geht. Doch, ja. So. Dann eiern werden wir da wieder rüber. Und werden da unten noch ein bisschen Strom produzieren. Da hatten wir immer zwei Netze, die wir angeguckt haben mit Stromverbrauch. Das ist natürlich auch geckig, dass ich da hier, dass ich da wirklich jahrelang oder wochenlang oder monatelang zwei Netze hatte. Naja, wie man es nimmt, ne? Wie viel Zeit vergeht hier im Factorio? Vielleicht geht ja sehr viel Zeit und sehr schnell viel Zeit. So. Die produzieren das aber schnell genug nach. Da gibt es erstmal noch kein Problem. So, dann heißt es, wir fangen an mit dem Aufbau von den Teilen und jetzt müssen wir natürlich hier das Radar mal einmal ganz kurz wegschubsen. Sieht aber auch fürchterlich aus hier mit der Umweltverschmutzung. So, nehmen wir das Radar hier weg und stell das mal. Ach, der geht ja keiner. Doch, der geht hier, da geht dahin. So, da geht das hin. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf der Map. Haben wir denn eine Spalte da oben oder nicht? Eine Markierung machen, so. Nö, haben wir keine. Gut. Das hat ja. Dann kann der jetzt noch ein paar Kisten nach hier unten ausleuchten. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Immer sehen. So. Gut. Dann lassen wir hier zwischen so ein bisschen Platz und dann machen wir los. Ja, dann machen wir hier los. So. Heißt, wir lassen hier ein bisschen Platz, machen los. Da machen wir los. So. Dann machen wir den hier hin. So hin. So. So. So bauen wir das hier erstmal auf. So soll er da kommen. So. Nee. So. Hm?
Ah, mehr haben wir noch nicht. Okay. Dann nehmen wir doch mal ein paar Heizkessel. Da haben wir noch ein paar Stück mehr von. Die können wir ja schon mal davor setzen. Können wir den hier mal wegmachen? Brauchen wir jetzt gerade da an der Stelle auch nicht mehr. Huch. So. Dann brauchen wir Knickarme. Nö. Oh, da müssen wir auch noch welche nachproduzieren. Achso, sind ja schon in der Kette mit drin, ne? Ich glaube. 1, 2, 3, 4, hoppsala. So, und dann Platz lassen für die Kiste, oder? War nicht mal so viel. So. So, so, so. Nee, so, so, so. Dann kommt da die Stahlkiste dazwischen. Dahin, dahin. Dahin, dahin. Die können wir abreißen. So. Dann. Machen wir hier erstmal die Maschinen für die Seite hier fertig. Und viel Wert. So, dann kommt ein Förderband. Oh, das bringt hier nämlich die Kohle rein. Dahin, so. Das Förderband, das kommt von da unten. Dort. Keine Kohle mehr hergestellt. Oh. Der Strom ist wohl wichtig, den ich da abgerissen habe. Entschuldigung. Das war mir nicht bewusst. Dass der Strommast so wichtig ist. So. Okay. Ach ja. Der war wohl wichtig, der Strom, was den ich da abgerissen habe. Schlimmer Schlängel bin ich aber auch. Einfach so Strommasten abzureißen. So, jetzt habe ich wieder alles ohne Strom gelassen. Um eins überlappt sich das, ne? So. Schönes Muster. So, dann brauchen wir... nee. Dann brauchen wir erstmal Rohre. Wir erstmal mit Rohren einmal quer durch verbinden. So, hier haben wir einen Durchgang. Ja, haben wir da einen Durchgang gemacht, dass ich hier am Rand lang grau laufen kann. Gut, alles klar. Dann ist das denn erstmal hier unterirdisch. Ist da. Gut. Kann ich mitleben. So, dann brauchen wir wieder Knickarm. Jetzt müssen wir leider Gottes ein bisschen sparsam sein. Und dann brauchen wir dort die... Kessel, so, noch ein Kessel, noch ein Kessel. So, ein schöner Kessel hier. Ein Kessel buntes. So. Gut, das haben wir schon mal. Dann können wir hier wieder auch Rohre dazwischen legen. Einfach mal hier lang gegangen, überall mal ein Rohr hingeschmissen. Sehr schön. So. Und haben wir noch unterirdisches Eisenbohm, haben wir auch noch. Das können wir also da hinlegen. So. Gut. Hui, dann ist jetzt Schwerbad in Produktion, hoffe ich hier. So. Gut, dann werden wir hier unten erstmal denn die Kohle klauen. Und die klauen wir einfach hier ab. No. So. Sieht ja eigentlich mit der Luftverschmutzung aus hier in der Ecke. Oh, ganz bitter. Kenn ich, ne? Ja, die hier hinten produzieren ja nicht, die können ja keine Luftverschmutzung machen. Entschuldigung. Das ist nicht so lustig, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, dann mal dran da. So.
Dann kann da mal ein bisschen weiter hoch. So. Oh, das würde sogar hier gleich schon sogar mit verheizen und einlagern. Eieiei. Ja, den Durchschnittsgenerator, den haben wir natürlich auch noch nicht produziert. Na gut, der lagert dann hier vorne ein. Ne? Ja, passiert halt. So. Das wird hier denn der Hitler denn rauskriegen, hoffentlich. Jetzt brauche ich dann dort aber doch mal das Ding. Den arithmetischen Kombinierer. Den muss ich auch produzieren. Und hier sind wir gleich fertig mit allem, was die Maschinen angeht hier. Das ist gut. So, da haben wir sie jetzt alle. Den Stück. Davon können wir jetzt aufstellen. Immer auf Lücke. Na, da geht ein Mast im Weg. So, ein Mast. So. Wir kaufen Hamburg für Mast, die sehen. Egal. Lassen wir das mit dem Singen lieber. Da habe ich ja sowieso Verbot im TS. Na gut, dass ich gerade nicht drin bin. So. Am Ende hat keiner verbieten, ne? So. Jetzt haben wir wieder den ganzen. Ach, Mist, verdammt. Den ganzen Strom abgebaut hier. So, müssen wir wieder anschließen. Also die Leitung ist extrem wichtig. Wenn ich da einen Mast rausnehme, dann esse ich mit Leitung, mit Strom. So. Gut, aber das kennen wir ja. Das war solche Spielereien bauen. So, dann machen wir hier eine Kiste hin, da eine Kiste hin. Dann machen wir hier Arm, 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 Arm. Salah. Noch ein Arm und noch ein Arm. Und jetzt haben wir keine Arme mehr. Wir haben jetzt keine Arme mehr. Habe ich zu wenig davon produziert? Warte mal. Ich wollte doch 40 Stück haben. Ja, dann macht die Lampen mal nicht. Komm, hör mal auf, hier Lampen zu bauen. Hä? Ich wollte doch 40 Arme haben. Was habe ich denn bei den Armen falsch geklickt? Verdammt. Ja, leider, also das war eigentlich vorher aber das besser organisiert, ne? Dass man, wenn man diese Unmassen an Holz, die ich jetzt produziere, die müssen ja irgendwie weg. Ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn, was ich an Holz produzieren kann. Nur um ein bisschen Harz zu haben. Ich meine, okay, ich könnte natürlich den chemischen Weg irgendwann auch einschlagen und das muss ich dann auch irgendwann mal machen, aber. Herr im Himmel, das ist ja noch ein bisschen hin, ne? So, dann machen wir hier jeden zweiten eine Lampe hin. So. Das sollte dann auch schick aussehen. Und für ordentliche Erhellung sorgen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Wird hier gut beleuchtet. Da haben wir bloß eine Reihe beleuchtet. Naja, macht er. So, gut. Das heißt, wir brauchen jetzt unseren arithmetischen Kombinierer hier. So, der kommt da vorne hin. Der soll teilen durch 20. Achso, hier unten hin 20. Festlegen. So. Dann gibt der ein Ausgangssignal Dori und hier macht der Eingangssignal Einlass. So, dann verbinden wir mal grün und zwar den Eingang mit der Kiste, 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 mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der und boah. So. Cool. Dann verbinden wir den mit dem, 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 und da und dort und hier und so und so und so und so und so mit dem Ende. Ich nehme nochmal. Gut, ich dachte, ich kann den so drehen, dass der von oben nach unten steht oder von oben nach unten. Aber so nicht. Gut, und dann brauchen wir jetzt die rote Schnüre. Von hier nach da, Q. 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 Von hier nach da. Da. So. Liegt ziemlich viel Leitung von hier nach da, aber keine von da nach hier, ne? Aber keinen Rückkanal. Ja, er erzählt Blödsinn. So, und jetzt müssen wir mal einmal ganz kurz den
den Dings hier holen. So. Das, was da drin steht. Und können wir dann darauf anwenden hier. Und dann müssen die eigentlich, wenn es recht läuft, die müssten ruhig sein, genau, weil der Durchschnitt ist ja 19, 20 und hier in der Kiste liegt ja schon mehr als 19, 20. Sehr gut. Gut, dann haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir da bloß noch irgendwie Wasser reinkriegen in die ganze Sache. So, das schafft man natürlich am besten, wenn man Pumpen anbaut. Und dann müsste hier die Stromproduktion aktiv sein und dann dürften hier ja, 80 Megawatt, die hier am Arbeiten sind. Interessant, dass ich da wirklich zwei unterschiedliche Kreisläufe hatte. Und wie man sieht, also die Kohle, die hier wird hier aufgefressen. Naja, mal gucken, ob genügend Kohle da hinkommt. Ne? Also hier ist jetzt der Durchschnitt 2,1K. Hier ist momentan der Durchschnitt 20. Dann wollen wir mal gucken. Also wie die denn hier alle funktionieren. Ne, das ist natürlich dann interessant. Das wird natürlich noch, ob genügend Kohle dann produziert wird. Weil dann können wir mehr Holz hier produzieren. Dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir mehr Holz haben, damit wir mehr Kohle kriegen. Damit wir dann wieder hier ne, mehr Gedöns haben. Und so. Ihr wisst schon, wie ich meine. So. Gut, also, dann haben wir es geschafft, diese Folge doch nicht einzuhalten auf 25 Minuten. Wir haben es wieder 36 Minuten geschafft. Naja, egal, macht nichts. Es ist ein Samstag, glaube ich, zumindest zu wissen. Ich wünsche euch einen schönen Restsamstag oder wenn ihr das an einem anderen Tag seht, einen schönen Resttag. Genießt ihn. Seid nicht traurig. Erfreut euch an allem. Gebt ein Like. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass wir noch ein bisschen mehr Stromproduktion haben. Das Glas haben wir im Bus und können dann. Und wir bleiben jetzt hier auch stehen, ich speichere an der Stelle, dass wir hier diese Stelle dann erweitern noch, damit wir noch ein bisschen mehr an Harz kommen und noch ein bisschen mehr hier von dem Zuglumpe haben. Das werden wir dann machen, also dass wir hier unten bis ganz unten erweitern, einfach fertig aus mit Mickey Maus. Ich glaube, das reicht aus, die Sandproduktion kriegt das hin, ansonsten machen wir die Sandproduktion noch um größer und geht es. Gut, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Tschüss.